Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Ja, die letzten beiden Folgen waren wirklich richtig heftig. Da haben wir einen verlorenen Teig gefunden, einen kürzlich geöffneten Teig. Und der war wirklich, der war Halleluja, der war wirklich ziemlich übel. So, und jetzt gehen wir aber wirklich, jetzt gehen wir wirklich mal wieder auf den Pfad des Illuviens. Nee, warte mal, wir wollen erst noch in die Oberstadt, weil was wir brauchen sind... Verdammt ich aber auch. Wir brauchen Ausdauer und Lyriumtrank. Da haben wir nämlich in den letzten zwei Folgen, weil wir diesen blöden Teig gefunden haben, in dem nervige Gegner waren, da haben wir wirklich... Es ist sehr aufregend, mit Hawk zusammenzuarbeiten. Ja, das wohl war. Meint ihr das ernst? Mhm. Wenn in Kirkwall etwas schief geht, scheint sie jedes Mal etwas damit zu tun zu haben. Das stimmt doch gar nicht. Ich hatte noch nie so viel Gelegenheit, anderen zu helfen. Das ist doch echt der Hammer. Ich hatte gedacht, ich hätte genug von Mürrisch. Ich nehm's zurück. So, jetzt gucken wir mal, ob der Tränke hat. Ihr verursacht bei mir... Oh Mann, ey, das war wirklich der Hammer. So, Heiltrank. Komm, zwei Lyriumtränke. Wir sind nachher sowas von pleite. Vielleicht sollten wir doch irgendwann auf normal zurückstellen. Sonst noch jemand Tränke? Warte mal, Hubert, hast du vielleicht noch irgendwas anderes, was wir brauchen können? Nee, ohne das Feuers brauchen wir jetzt nicht. Komm mal her, gibt's da noch Tränke? Olafs Waffenkammer? Nee, hat er nicht. Okay. Mann, ich muss immer noch lachen. Vielleicht ein übler Teig, meine Fresse. Okay, mit dem Hubert sprechen wir später. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Ausdauertränke mit dazu genommen. So, okay. Jetzt geht's also zurück zu dem Sunderhügel. Verdamm ich aber auch, Aufgaben eines Kräuterkundigen. Aber wir haben doch noch diese Illuvien-Geschichte. Genau, weil da war der Illuvien ja nicht, oder? Nein. Passt mal auf, genau, Spiegelbild. Also gut, der Quest ist aktiviert. Dann laufen wir jetzt ganz schnell dahin, wo ich glaube, dass es ist. Hundi lassen wir erst frei, wenn wir dort angekommen sind. Das ist nämlich... Ihr müsst eurem Bruder vergeben. Während ihr weg wart und Prinz gespielt habt, hat Bartrand uns in den tiefen Wegen in eine Falle gelockt und zum Sterben zurückgelassen. Wenn ihr an eurem Zorn festhaltet, überschattet er all eure Taten. Ihr seid aus den tiefen Wegen entkommen. Ihr habt euch ein Leben ohne euren Bruder aufgebaut. Meine Schwester verloren. Wollt ihr wirklich, dass ihr euch immer noch heimsucht? Oh, sucht euch ein paar Bettler, denen ihr was vorsingen könnt, ja? Genau. Also eins kann ich euch versprechen, um den Quest von Varric kümmern wir uns dann als nächstes. Weil wir machen jetzt erstmal alle Gefährtenquests fertig. So, wenn ich das richtig weiß, dann müssen wir da rein, aber nicht wieder in diesen Teig. Sondern hier jetzt rechts rum. Genau, da war, wenn ich das richtig weiß, da ist jetzt dieser Quest mit Meryl. Und da müssen wir jetzt quasi einen Vatarell erschießen. Wer immer ein Vatarell ist, Vatarell-Jagdgebiet. Genau, der wohl schon einige Elfen getötet hat. Und den müssen wir erlegen, damit wir dieses Werkzeug für Meryl bekommen. Das ist jetzt wegen diesem kürzlich geöffneten Teig ein bisschen untergegangen, aber ist völlig egal. So, da liegt irgendeine Jägerin, die ist tot. Sollen wir erstmal gucken? Laufen wir erstmal da runter. Wir laufen das ganze Gebiet ab, wie immer. Und schauen mal, ob wir irgendwas finden. Na, guck mal an, da ist ein Knochenhaufen. Das ist ein poliertes Weißholzamulett. Gut, okay. So. Was ist mit dieser... Ah! Naja, das war ja wieder klar. Das war ja wieder klar. Wieder böse Spinnen. Komm her, komm. Ich habe auch genug von diesen Viechern, mal ganz ehrlich. So, jetzt bist du erstmal betäubt, meine Gute. Ja, natürlich kommen jetzt noch mehr, das ist ja auch klar. Gut, dann kriegt ihr ein Sprengfeuer von mir. Wespenspinne. Was ist denn eine Wespenspinne? Das sieht nicht gut aus. Und dann noch den Rachefeldzug. Wespenspinne sieht nicht gut aus. Halleluja! Eieieiei. Nichts wie raus hier. Warte mal, lass mich mal da rum. Meine Güte. Hi! So, jetzt nehmen wir den Bogen. Jetzt nehmen wir den Bogen. Kälteschaden, Feuerschaden, Schaden gegen Menschen, körperlicher Schaden, den nehmen wir jetzt. Und dann schießen wir mal mit dem
Mit dem Bogen, würde ich denken. Oh, ich bin tot. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also gut, das war jetzt keine gute Sache, die ich hier gemacht habe. Komm, schieß du mal weiter. Wann geht der Kampf endlich los? Ich bin schon tot. Das ist doch nicht zu glauben, ehrlich. Ja, der Gute ist auch hinüber. Ich glaube, mach du mal den Schrecken fertig. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt haust du mir hier bitte mal ordentlich ein Feuer rein, meine Gute. Komm, Feuersturm. Denkt ihr, sie werden schwächer? Nee, die werden nicht schwächer. Die sind ja vielleicht meine Fresse. Glaube ich das? Komm. Mach mal, dass du da wegkommst. Bisschen auseinanderziehen, die Leute. So. Ich werde langsam. Du wirst langsam müde, ja, ich weiß. Du bist vor allem auch schon wieder tot. Verdammt ich aber auch. Glaube ich das? Hm. Nimmst du mal den Trank des Lebensschutzes? Dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Hundi, kannst du nicht rufen? Ach, ich weiß warum. Meine Güte. Jetzt verstehe ich das. Erst. Hallo? Die spucken mit irgendwas Bösem, diese... Marilyn ist tot, mein Junge. Lass dich zu, dass sie sie töten. Oh oh, oh oh. So, dann mal gucken, können wir denn ein Sprengfeuer reinhauen? Ja, so langsam stelle ich fest, dass es doch auf schwer ist. So, komm mal. Mal gucken. Oh Mann, schieß einfach. Schieß einfach. Oh, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Halleluja, aber auch. Letzten Spielstand laden. Das hat den Vorteil, dass wir alle noch gesund sind. Oh, oh. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es hier in diesem Gebiet so heftig zur Sache geht. Was wir ausgerechnet Spinnen zum Opfer fallen. Naja, gut. Wir sind jetzt auch schon Wiedergängern und anderen zum Opfer gefallen. Okay, jetzt weiß ich nicht. Lass mich da mal reinlaufen. Aber das ist, da siehst du genau. Okay, dann sind wir an der Stelle. Kurzbogen der Dänisch. So. Das ist Gift, was die spritzen. Gut, dann rufen wir jetzt mal Hundi. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir unsere Leute... Na, nicht mich. So, dann lassen wir... Du bleibst hier. Meryl bleibt hier. Und du, mein Lieber, kommst hierher. Und der Rest bleibt bitte stehen. Und dann, genau, so. Komm mal, so, genau. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Sebastian. Ich will die positionieren hier, die Leute. Weil du kannst bestimmt nach da unten runterschießen, oder? Würde ich jetzt mal denken. Und Meryl, du gehst nach da oben. Genau. Und ich gehe jetzt mal da runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Also es ist schon so. So, jetzt kommen die. Genau. Jetzt nehme ich mal mit, was die hier hat. Und renne auch wieder nach oben. Da hinten kommen nämlich nochmal welche. Wir müssen wirklich aufpassen. Auf die Giftspinnen. Die sind nämlich die üblen. Genau, so. Dann werden wir euch erstmal betäuben. Ich glaube, diese Höhlenspinne ist nicht das Böse. So. Was redet denn die da die ganze Zeit? Die soll kämpfen? Aber die sind schon hartnäckig. Meine Fresse. Okay, dann hauen wir euch mal ein Sprengfeuer rein. Meryl, du machst den Kettenblitz. Okay, so. Du ziehst dich ein Stück zurück. Du bewegst dich, genau.
Ich mach mal eine Zwillingsfangzähne. Weil da heißt es wirklich aufpassen. So, wie sieht's denn aus mit den Spinnen? Wie geht's meiner Gesundheit? So, hinterhältiger Angriff. Dann verfolgen wir dich mal. Und hauen hier mal rein. So. Genau. Jetzt werden wir mal versuchen, dich irgendwie zu kriegen. Also da kann man nicht ganz so sorglos, wie ich mir das wünschen würde. Na los, hau rein, hau rein. Wie geht's denn meinen Mannen? Lass mal ganz kurz gucken. So. Versteinerung. Du machst bitte nach da unten, meine Süße. Hau da mal einen Feuerball rein. Na komm. Hey, wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Du hast doch noch Mana. Hau mal den Feuerball da rein. So. Wespenspinne. Da ist auch eine Wespenspinne. Die greifen wir gleich mal mit dem Rachewellenzug. So. Okay. Was ich jetzt brauche, ist... Sprengfeuer können wir keins mehr werfen. Kann denn irgendeiner von meinen Schurken... Jawohl, genau, meine Schurken. Bitteschön. Und dann lass uns laufen. So. Höhlenspinne ist tot gleich. Wer ist betäubt? Da ist diese Wespenspinne, die sind so übel. Hundi, greifst du bitte an. So, wie sieht's mit meinem Leben aus? Jawohl, so. Und Zwillingsfangzähne? Wo ist noch eine Wespenspinne? Oh Mann. Die sind wirklich böse. Ich kann aber wieder ein... Komm schon. Ich kann wieder ein Fläschchen werfen. So. Die hat widerstanden. Ich glaube, ich spinne. Dann machen wir jetzt einen hinterhältigen Angriff. Dann sollten wir sie haben. Wow. Gute Arbeit. Ja, das sehe ich auch so. Das war heftig. Das war wirklich heftig. Also man darf sich da unten einfach nicht reinbegeben. So. Ich weiß gar nicht, wie lange spielen wir denn jetzt schon? Ups, komm. So. Na egal, wir leben alle noch. So, mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir spielen, Leute. Mist. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Einmal sind wir zu Tode gekommen. Jetzt gucken wir da noch rum. Das war jetzt so heftig. Meine Güte. Mal gespannt, ob da jetzt noch mehr so kommen, so böse. Böse Spinnen. Mann. Also das ist ein übles Gebiet. Echt. Kann man gar nicht anders sagen. So, jetzt gehen wir da noch rein. Gucken da rum. Kommen wir da runter? Nee, kommen wir nicht. Hm. Dann geht's da weiter. Und da geht's runter. So. Okay. Da geht's rum. Und da geht's rum. Ich glaube, dass wir erstmal hier kurz reingucken. Da finden wir bestimmt wieder irgendwelche coolen Sachen. Oh, Jägerherrschall. Herrschallsamulett. Wieso ist das nur geschehen? Oh, Herrschall. Es tut mir so leid. Das sind die ganzen... Ich werde an deiner Stelle mit Ineria sprechen. Das sind die ganzen Elfenjäger, die da zu Tode gekommen sind, die wir hier jetzt so treffen. Okay. Und dann machen wir hier mal weiter. Oh, da haben wir jetzt... Ah! Es ist immer die Gier, die mich treibt. Okay. Dann geh du mal zurück, Henna. Geh du mal zurück. Und ihr alle auch. So, dann hau ich hier jetzt gleich mal ein Sprengfeuer rein. Also ich habe einfach keine Lust, wenn da wieder diese blöden... Komm. Es ist echt die Gier, die es macht. Na komm schon. Kann ich jetzt endlich mein Sprengfeuer machen? Bitte. Ja, jetzt stelle ich mich mitten rein. Also auch doof. So.
Komm mal du mal her, geh du mal nach da oben. Und schieß du mal von da oben. Genau. Und dann glaube ich, sollte ich euch freigeben. Mit dir machen wir jetzt mal den Rachefeldzug. Und dann gibt es ein Fläschchen. Ah. Jetzt bist du betäubt. Dann gibt es den hinterhältigen Angriff. Komm schon. Okay. Jetzt sind die alle betäubt. Das ist gut. Kannst du da mal bitte ordentliches Feuer reintun, meine Gute? Mach du mal ein ordentliches Feuer. Also das nervt ein bisschen, aber habe ich schon mehrfach gesagt. Genau, mach ein ordentliches Feuer. Du flüchtest, das ist gut. Und ich werde mir mal hier kurz mit dem, mit den Zwillingsfangzähnen und mit dem hinterhältigen Angriff. So. Und jetzt kommt wieder diese blöde Jagdspinne. Das ist nochmal was anderes. Das ist eine Jagdspinne. Oh Mann. Egal, wir greifen sie an. Mann, Mann, Mann. Also diese Spinnen sind wirklich böse. Meryl, kannst du noch irgendwas tun? Ja, komm, mach mal da drüben. Machst du mal den Feuerball? Wo bist du denn, mein Guter? Mach du mal... Mach mal Biancas Lied an. So. Mann, 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 Mann. Leute, 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 Leute. Und jetzt... Machst du das? Genau. So, diese Jagdspinne ist böse. Glaube ich. Also es ist nicht ganz einfach, an diesen Barren zu kommen. Dieses explosiver Treffer und hinterhältiger Angriff. Dann müssen wir die Jagdspinne gleich haben. Ja, die Jagdspinne Hammer. Okay. Wie geht's meiner Meryl? Meryl, mach mal hier hinten. Mach mal hier hinten was. Wandelnde Bombe, das bringt nicht viel, glaube ich. Doch, mach mal hier die wandelnde Bombe. Genau. Dann guckst du, dass du wegkommst. Genau, so. Und wer war jetzt die wandelnde Bombe? Ich glaube, es war sie hier. Dann komm mal her. Greif an. Jetzt müsstest du eigentlich explodieren. Ich weiß nicht, warum das nicht tut. Komm. Komm, 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 komm. Meryl, geht's noch einigermaßen? Ich glaube, die kommt schon klar. Ansonsten helfe ich ihr ein bisschen. Ja, komm mal her. Jawohl, da haben wir sie. Okay. So. Wunderbar. Jetzt holen wir noch den Barren da unten und dann machen wir Schluss für heute. Ihr seht schon, das ist ein Gebiet, das ist nicht ohne. Also man wundert sich nicht, dass die Jäger da zu Tode gekommen sind. Okay, jetzt gucken wir hier noch kurz rum. Ne, da waren wir ja schon. Genau. Ne, da waren wir noch nicht. Oder waren wir da schon? Ach, ich habe keine Ahnung. Laufen wir noch kurz rein. Natürlich waren wir hier schon. Hier haben wir den anderen Jäger gefunden. Okay. Er geht mir aus dem Weg. Mensch, Warwick. Okay. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.